Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sleeping Dogs. Ja, wir sind letztes Mal in die Mafia eingestiegen. Haben ein paar Typen verprügelt. Und ja, jede Menge Zeug gemacht. In dieser Folge mache ich das, was ich beim letzten Let's Play schon immer gemacht habe. Und zwar das Motorrad von dem Typen klauen. Und die Musik leiser stellen. Fucking hell, Alter. Hatte ich beim letzten Mal schon gemacht, aber anscheinend noch nicht laut genug. Musiklautstärke machen wir auf 4 runter. Dialoglautstärke und das mal so. Achso, hier ist ja. Na toll. Radiolautstärke. So muss es doch passen. Hoffe ich. Wenn nicht, dann kann man das auch umstellen. So, wo geht's als nächstes hin? Ich würde sagen, zum orangen Schild. Dann geht's ganz langsam rückwärts. Oh, das sieht schon echt lediert aus, das Motorrad. Aber optisch schön. So, junge Frau, wir wollen mal hier. Schärft ihre Sinne und füllt die Anzeige schneller. Might as well try everything once, right? I've been a bad girl today, Way. I may need to be disciplined. Yeah. Kann ich eine andere haben? Vielleicht wäre das möglich. I tell all my customers they're amazing. But this time I mean it. Ah ja, okay. Ich hätte trotzdem lieber eine andere gehabt. Egal. Wir suchen mal nach dem markierten Spec. Auto, was wir klauen sollen. Beschaffen meine ich natürlich nicht. Klauen nicht, sondern beschaffen meine ich. Da hinten ist es auch schon. Wir werden den guten Kollegen da mal bitten auszusteigen. Moin! Kann ich mal kurz? Ich möchte mal. Ja. Ich möchte mir das Fahrzeug mal kurz ausleihen. Darf ich? Danke. Ja, ich muss mal kurz hier durch quasi. 42.000 ist schon. Die Karre ist schon einiges wert, muss man sagen. Okay, driften lässt sich jetzt damit nicht so optimopti, aber das passt schon. Ich schick's jetzt auf jeden Fall aus. Und solange sie gewollt ist von dem Onkel von Dings hier, Geister. Ja, wie auch immer. Solange werden wir uns das natürlich auch. So, hier müsste jetzt irgendwo mal die Garage sein. Hier. Bitteschön, eine neue Autolieferung. Natürlich völlig legal. Yay, ein paar Taler. Was, wir haben 42.000 für das Auto bekommen? Wait, what? Ernsthaft? Das wäre ja krass. Tresor öffnen. Klick, und was haben wir da? I'm with Jane Cole. Echt, wir haben 42.000 dafür bekommen. Alter Scheiße, ey. Jo, was geht denn? Wait, oh Gott, ja. Ich möchte eigentlich gerne ein Auto haben. Den haben wir gerade geklaut. Du willst ihn uns jetzt wieder andrehen, oder wie? Nee, ich will den Bisai haben. Yeah, der ist nämlich cool. Less than 24 hours. Oh mein Gott, das ist so fast. Oh mein Gott, I killed people. I'm sorry. I'm so sorry. But I can't nix dafür. Hier braucht jemand Hilfe. Ein Auto fährt heute von alleine weiter. Das ist nämlich ein ziemlich krasses Auto. So, how's the business? Not very good. Sales are way down. My shirts are just too boring. Hey, could you help me get some new design? I want to do a landscape series. Really capture what's cool about the city. Yeah, sure. Give me a couple of classic shots. Email them over when you have them. Got it.
Ja. Hey, ja. Okay, dann können wir das hier wegbringen? Können wir nur überfahren höchstens. Dann schnappen wir uns mal ein paar coole Schnappschüsse. Mit unserem neuen Auto fahren wir mal ein bisschen rum. Ein kleiner Mini macht sich ja auch immer ganz gut. Der Verkehr, ich weiß ja nicht, ob ihr das mal gesehen habt, der Verkehr in so asiatischen Großstädten ist ja auch immer sehr schwierig, sage ich jetzt mal. Da hält sich fast niemand, weder Autofahrer noch Fußgänger, an Verkehrsregeln. Fahren wie sie wollen und da ist immer wenig Platz. Deswegen ist es gerade geil, da mit so einem kleinen Auto rumzufahren. Weil man da viel Platz hat. Also mehr Platz hat mit dem kleinen Auto als mit dem großen. So, der Tempel, ne? Tempel Schrampel. Hop, 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 hop. Ah, this will look good. Hell yeah. Kamera. Warte mal, ne, ohne Türen. Und. Jo, dies passt doch. Ist doch geil, oder? Ja, aber vorher hole ich mir noch etwas. Da müsste nämlich noch so ein Anbetungsgelöt stehen. Hier oben, ich glaube, hier war was anderes für eine spätere Quest. Ja genau, hier war das für die spätere Quest. Müssen wir uns holen. Aber hier unten müsste das, glaube ich, stehen. Lauf, Ray! Lauf! Der Onkel von Jackie Ma. Den meinte ich. Hoch. Bong, bong, bong. Ja, nice. Jump! Okay. Oh, don't jump. Kick. Mega awesome. Mega awesome! Okay, das hätte ich eher. Sollte ich einspielen, wenn ich die Treppen hochlaufe, mal wieder beim Tempel. Ich finde den Mini einfach cool. Kann ich sie super steuern. Ist nicht so lahm. Gute Beschleunigung. Läuft auf jeden Fall bei dem Mini. Einfach ein angenehmes Fahrgefühl, muss man sagen. Ich würde ihn kaufen. So, wir fahren in ein anderes Stadtgebiet. So das Gefühl. Die Pfeile zeigen uns an, dass wir richtig sind. Ob ihr wirklich richtig fahrt, seht ihr, wenn die Pfeile kommen. Dann sind Typen, die aufs Maul wollen. Können wir später gerne mal einrichten. Aber im Moment lassen wir das erstmal. Naja, komm. Zum Meckern. Die sind hier krass am Rumdüsen. Ich würde sagen, schnappen wir uns mal die nächste Sportkarre, die wir hier sehen. Also eine krasse, nicht irgendeine. Oder wir sind auch schon da. Okay, aussteigen. Okay, da sind Typen, die auf die Schnauze wollen. Das. What the fuck? Okay. Hat sich das Wetter ganz plötzlich geändert. Okay. Jungs, wir machen gleich hier. Aber vorher muss ich mal den Sonnenuntergang fotografieren. Mit dem Typen darauf natürlich. Mal. Yeah! Mega geiles Shirt. Yeah. Hey guys. Alles klar bei euch? Bam! Grab it and smack it and grab it and smack it. Punch it. And grab it, and grab it, and bam.
Yeah, this was awesome. Addict in Abaddon. Abaddon, Abaddon, Abaddon. Okay, neuer Fall verfügbar. Wir fahren jetzt mal Cop-Quests machen. Unserem richtig coolen Mini. Wir können ein bisschen Radio hören. Yeah, awesome, oder? Da ist ein Auto, was wir später entführen müssen. Das ist das, können wir das machen, wenn wir das möchten, später. Das ist ein Hahnkampf, aber den möchten wir nicht machen. Denn das finde ich nicht cool. Man sollte das nicht machen. Wenn, dann sollten Menschen gegen Menschen kämpfen, aber nicht Tiere mit einziehen. Und solche bestialischen Vorhaben. Übrigens ein Kleidershop, da können wir uns möglicherweise mal was Neues kaufen. Die Frise! Und Punch! Sorry, Brother. Was habt ihr denn so Schönes? Ein K-Shirt. Oh. Das sieht aber nice. Na toll, habe ich nicht genug anzieht für. Nee, keine Basketballmusken. Yeah, endlich mal eine Sonnenbrille. Nice. Ist das nicht der Typ, den ich gerade in die Fresse getreten habe? Oh, da steht ein. Oh, da steht ein Auto, das ich gar noch haben möchte. Hallöge. Bin ja schon weg. Not fake FM. Ich frag mich, wann das erste Rennen kommt. Da muss ich. Ich will erst noch zu diesem Typen fahren, der nach Hilfe braucht. Hey, can you help me? Das ist wieder ein Fake, das weiß ich. You see, my car's having a problem, and you look like you might be able to fix it. Klar, warum nicht? Oh, hey, Brother, was soll das denn? Alter, da klaut er mir einfach meine Kohle. Bist du ein bisschen bescheuert, oder was ist los mit dir? Du kriegst gar nicht eine auf die Schnauze. Aber so eine Nebenquests sind immer ganz cool, wenn man die Stadt ein bisschen erkunden will. I won't catch you. You say that, but I say other things. Out of my way, bitches! You sold my money! I will punish you. Und fuck you. Come here. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ansehen Stufe 2. Yay! Der Regenerationseffekt von Lebensmitteln hält doppelt so lange die Kräuterenergie, doppelt so lange die Spritzeit effektiver. Nice. Und wir haben ein paar Typen ins Schwimmbad geschickt. Schwimmbad wird gerade. Ja, Schwimmbad ist praktisch. Zum Schwimmen geschickt. Ein bisschen Schwimmunterricht gegeben. Sind so nett. Wir rennen jetzt wieder hier hoch. Können wir hier eigentlich hochklettern? Ja, oder? Nee. Natürlich nicht. Was für eine Frage. Haben wir hier 2 cm. Ja, what the fuck? Wait, why are you doing this? I don't understand you sometimes. Oh, da sind Typen, die auf die Maul wollen. Auf die Maul. Alter, was ist denn los heute?
Aus Maulwurm, das ist doch, gar kein Problem. Hello, I will punch your face in the face. Aua. Ich finde einen ganz coolen Typen, hä? Du. Zack. Umgeschmissen. Ich schmeiß mal in die Pumps rein. Don't fuck with me, bitch. Okay, das war's schon. Zack. Einen Tresor geöffnet. Very nice. So, sonst ist hier erstmal nichts weiter. Außer dieser gefährlich aussehende Typ. Der jetzt nicht mehr gefährlich aussieht. Und dieser gefährlich aussehende Typ. Sorry. I don't mean it. Ich hoffe, meine Karre steht noch da. Das tut sie auch, oder? Ist das qualmende Ding meine Karre? Ne, das andere ist. Das andere Ding qualmt. Meine Karre ist cool. Ich hab ihn nicht überfahren. Das Auto war's, ich nicht. Ich kann da rein gar nichts dafür, dass er gerade da im Weg stand. Essen wir noch schnell eine Runde was? Ja, klar. Oh ja. Thank you. Und da ist noch eine Box. Dankeschön. Frisky Blockers gefunden. Nice. Whatever this is. Hauptsache cool. So, was geht ab hier? Was geht? What are you doing here? I'm sure you and Penju have a lot of top secret backdoor business to attend to. Look, I'm sorry about how I acted in there. You know, just playing the part. I'm already out there on the streets. I hear things like this ketamine racket. I'll see what I can dig up. How's that for an olive branch? You serious? Just like that? Look, I'll help where I can. What? I'm just a little shocked. I'm just used to Pendrew's people being more like him. I just think we'd be better off helping each other. Come on, what do you say? I could really use the help if you're willing to give it. Well, all right. We can do this. Winston will, dass ich nach dir sehe. Alles cool? Sure. Warum sollte nicht alles cool sein? Wir treffen uns am Nudelstand auf dem Markt. Ming. Who the fuck is... Achso, ich glaube dieser angebliche Muskelboy. Das ist... Okay, ich schnapp mir meine Karre und dann... Da ist ein neuer Typ gespawnt. Heisenberg für Arme, oder wie? Ja, mal gucken, was so geht. Oh, da geht auf jeden Fall was hier. Ist gerade was am Gehen. Habe ich die Typen schon mal verprügelt? Ey, habe ich euch nicht nochmal gezeigt, was ein Haken ist? Das hier ist ein Kick und kein Haken. Nein, nein. Blocking und Punching. Und Taking and Werfing. And Taking and draufschmeißing. And Fisting and Kicking and Blocking nicht. Because I don't need any Blocking. And Take him and do the... Okay. Ja, aber die habe ich nicht zum ersten Mal verprügelt, deswegen habe ich da nichts bekommen.